Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Factorio Space Exploration. Freut mich wieder megamäßig, dass du mit dabei bist, mit mir zusammen den Weltraum zu erkunden und zu sehen, was da noch für tolle Möglichkeiten vorhanden sind. Beim letzten Mal haben wir es nämlich geschafft, hier unsere Steinproduktion ein bisschen zu etablieren, denn das war nochmal eine der Sachen, die wir noch nicht automatisiert haben und können jetzt damit hier wunderbar Mauern herstellen, die wir später noch brauchen werden. Ich habe das Band hier schon mal gedreht und mal nach unten geführt, weil wir die Komponente gleich brauchen werden, hatten hier aber vor allem super viele Mauern mal eingelagert. Das wird uns jetzt für die Verteidigung auf jeden Fall super stark weiterhelfen. Dann haben wir die Steinplatten produziert, die sind ja neu in dieser Mod, die gibt es ja so im Hauptspiel nicht. Aus den Ziegelsteinen und aus diesen Steinplatten habe ich dann offline einmal mein Design nachgebaut, beziehungsweise mein Layout nachgebaut für die elektronischen, beziehungsweise grünen Schaltkreise. Denn hier gibt es den einen Unterschied, dass wir Kupferkabel und nicht Eisenplatten nun verwenden, sondern die Steinplatten, um dann die elektronischen Schaltkreise hier herzustellen. Und somit haben wir jetzt super viele Ausgangsmaterialien wieder, um elegant weiterzumachen, denn Ziel für die heutige Folge ist auf jeden Fall mal das schwarze Wissenschaftspaket an den Start zu bringen, dass wir da auch weiter forschen können und schon mal nach Öl zu suchen und hier vielleicht die ersten Ölmaschinen auch schon hinzustellen. So, super. Also wir brauchen jetzt panzerbrechende Munition, Granate und die Steinmauer. Die Steinmauer haben wir bereits, das ist genial. Das heißt nur noch die anderen beiden und ich habe mir schon hier so eine kleine Bahn gelegt, durch die Hauptlinien durch, hier raus, dass die quasi zu unserem Forschungslabor führt und da die schwarzen Forschungspakete einlagern kann. Das heißt, hier wird so gesehen unsere Route danach werden, um diese ganze Sache hier mal zu benutzen. Ich würde sagen, wir nutzen auch langsam schon mal die neuen Montagemaschinen. Das heißt, da fange ich mal an, die auch schon herzustellen. Und wir gucken uns einmal an, was wir nun jetzt alles benötigen. So, für die erste Komponente brauchen wir einmal Stahlträger, Kupferplatte und Schusswaffenmunition für die panzerbrechende Munition. Und auch hier haben wir bereits die Stahlträger etabliert. Da habe ich auch ein kleines Video vor kurzem gemacht, wie man ein wunderbares Stahllayout aufziehen kann. Das habe ich hier einmal platziert. Sofort aus Eisenerz über zwei Schmelzen quasi die Stahlträger produziert. Falls euch interessiert, wie das aufgebaut ist, findet ihr das Video auf meinem Kanal. Und haben jetzt hier auf dieser Linie einmal Stahl. Das sollten wir jetzt aber nochmal auf die andere Linie auch packen, weil wir diese gleich einmal abzwacken müssen. Müssen hier dafür aber einmal auch den Strom ein bisschen umverlegen. So, und dann müssen wir hier noch einmal einen Zwischenmast bauen. Super, dann führen wir das hier einmal rum und dann haben wir nämlich auch Stahl auf der anderen Seite des Bandes, damit wir hier immer zwei Bänder haben, die beides mit sich bringen. So, die Montagemaschine kann ich hier rauswerfen und jetzt mal die neue nehmen. Da werden wir auch noch mal eine Automatisierung herstellen, die sich damit beschäftigt. Ah, hier liegen immer noch mal so doofe Brocken, das nervt ein kleines wenig, aber nicht weiter schlimm. So, also wir machen jetzt hier schwarze Forschungspakete, fangen mal mit vier Maschinen an. Das sollte soweit erstmal passen. Genau, die bringen wir schon mal hier in Form, weil wir ja hier unser Ausgangsband geplant haben. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier weiter unten dann zwei Forschungsbänder als Eingang so gesehen. Das heißt, einmal für Mauern zum Beispiel und dann für die panzerbrechende Munition und die Granaten. So, das heißt, wir haben hier den Platz auf jeden Fall uns schon mal sinnvoll strukturiert. Und dann können wir jetzt hier mit auch wieder mit ein bisschen Abstand, man weiß ja nie, was da noch zwischenkommt, können wir einmal panzerbrechende Munition herstellen. Würde ich sagen, machen wir auch relativ großzügig an der Stelle. Vorgelesen habe ich ja schon, was es benötigt an dieser Stelle. Das heißt, hier führen wir einfach mal Stahlträger und Kupferplatte auf ein Band rein und Schusswaffenmunition müssen wir ja noch herstellen. So, soweit, so gut. Das können wir ja relativ fix und eigenständig machen. Jetzt muss ich mich hier mal alle Dinger runter tröpfeln, beziehungsweise die Mauern brauche ich gar nicht so weit, weil die können wir eigentlich hier danach schon in unser Layout mit reingeben, aber die hier werden wahrscheinlich noch benötigt. Wir werden es auf jeden Fall mal so weit tunneln, dass wir hier die Sachen uns nicht verbauen. So, das heißt, wir müssen einmal etwas von Kupfer abzwacken und einmal von Stahl. Also ich würde sagen, Kupfer machen wir mal oben. Das heißt, hier einmal super stark tunneln.
Das machen wir einmal so, genau. Dann führen wir das Band mal von hier und von oben kommt Kupfer drauf. Das können wir ja ganz bequem machen. So, was war jetzt hier das Problem? Fließband ist im Weg. Also falsche Richtung, alles klar. Das kommt ja von oben. Super, so, dann haben wir nämlich jetzt hier einmal Kupfer schon auf der oberen Seite des Bandes. Das ist ja geschenkt an der Stelle. Und dann brauchen wir hier von ganz hinten noch einmal unseren Stahl, der sich dann von unten hier jetzt ebenfalls daran kommen wird. So, das war jetzt ein bisschen dumm gebaut. Super, hier einmal tunneln, hier einmal tunneln. Hier einmal tunneln. Es wirkt immer etwas aufwendig, aber es bringt wirklich Struktur rein. Als wenn man die Bänder kreuz und quer durch die ganze Fabrik schleust, dann hat man wirklich irgendwann ein dickes Problem, dass man nicht mehr weiß, wo kommen eigentlich meine Materialien her, wo werden sie schon abgezwackt und wo brauche ich eigentlich noch was. Okay, 2 von 3 haben wir, das ist schon mal super gut. Fehlt uns jetzt nur noch die eine Schusswaffenmunition, die wir jetzt ganz bequem einmal hier unten herstellen können, auch hier. Nehmen wir uns 2 von den Montagemaschinen. Ich würde sagen, hier gehen wir nochmal eins weiter, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben, die Sachen aufs Band erstmal zu legen. Hier stört uns der Mast, ist aber kein Problem, denn wenn wir gleich hier hantieren, kommt hier nämlich Strom dazu. So und dann einmal so, genau, super. Genau, wir können hier schon mal langsam einladen, das ist auch soweit völlig okay. Ah, hier muss gleich noch ein Greifarm, ein anderer hin. So, einmal übertragen hier nochmal die ganze Geschichte, super. Dann die Schusswaffenmunition. Haben wir Greifarme. Und die brauchen ja nun eine billige Eisenplatte. Das sollte ja gar kein Thema sein, aber auch hier werden wir wieder ein bisschen tunneln müssen. Das ist hier immer voll im Programm mit dabei. So, wir brauchen die auf dieser Linie. Genau, und dann geht's ab in den Tunnelmodus. Und da müsste es vorhanden sein. Dann einmal nur noch ein Band, was sich dreht, quasi nach rechts geneigt. Und dann müssen wir die ganze Geschichte hier eigentlich nur noch mit Strom versorgen und haben unsere Komponenten soweit beisammen. Fehlen noch die roten Greifarme, die sich hier die ganzen Sachen nehmen. Ich muss einmal hier nochmal den Strom entfernen und dann nochmal richtig ranpacken, genau. Und dann sieht das soweit ganz gut aus. Mal gucken, ob 2 hier unten reichen. Das kann ich gerade noch gar nicht so einschätzen. Aber für den Anfang passt es momentan. Sieht nicht so aus, wird eigentlich relativ schnell weggegriffen. Das heißt, wir sollten hier unten nochmal weiter aufrüsten. In der Zeit baue ich schon mal ein paar Montagemaschinen. Gut, das heißt, die Schusswaffenmunition haben wir. Die führen wir dann hier einmal zurück. Und packen die uns mit aufs Band. Und zwar würde ich sagen, Granaten kommen ja noch. Die können wir gleich verwenden. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hier auf die Bänder packen. Ich würde eigentlich sagen, dass wir das hier relativ bequem einfach oben drauf packen können. Müssen uns aber gleich mal anschauen, wo die Granaten herkommen. Weil sonst bauen wir uns gleich hier ein bisschen dumm und dämlich. So, gut. Schusswaffenmunition liegt, das ist schon mal ganz genial. Und dann kümmern wir uns um die Granaten. Oben ist der Pulverisierer gerade fertig geworden. Da können wir auch nochmal gerade ganz kurz einsteigen. Hatte ich euch ja in der letzten oder vorletzten Folge kurz erzählt, dass der Pulverisierer eine der Maschinen ist, die man spät erforscht, um überhaupt mal hier den Sand zu automatisieren, um Glas herzustellen. Ne? Für unsere Forschungslabore war das erste Mal vonnöten. Und jetzt haben wir nämlich diesen Pulverisierer und damit können wir jetzt Stein zu Sand verarbeiten und müssen das nicht händisch in unserem eigenständigen Werkzeugmenü machen, sondern können das jetzt über eine Maschine lösen. Gut, das heißt, soweit so fruchtig an dieser Stelle, braucht es jetzt nur noch die Granaten. Dafür können wir uns hier von der Kohle unten ein bisschen was abknipsen, das ist eigentlich ganz gut, die ja gerade hier in unser Kraftwerk mündet. Da habe ich auch nochmal ein bisschen nachgerüstet, hatte ich euch ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass wir in einen Stromengpass kommen. Momentan sieht das ganz gut aus, wir haben jetzt 7,2 Megawattstunden, die wir nutzen können, verbrauchen jetzt gerade so in etwa 5, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Spielraum und Platz vorhanden.
Gut, das heißt, Granaten, das benötigt, ah, hier habe ich unten in der Schnellleiste, sehr gut, benötigt ja wieder Montagemaschinen einmal. Und dann wählen wir uns hier nämlich einmal die Granate aus. 10 von den wunderbaren Kohlestücken und dann braucht es nochmal Eisen. Und ich würde sagen, wir legen das auch auf zwei Bänder, weil dann müssen wir es jetzt gerade nicht splitten, weil hier können wir es uns einfach abgreifen. Und dann passt das nämlich soweit ganz gut. Ich hoffe, dass das von der Kapazität hält, aber es sieht soweit ganz vernünftig aus, dass hier relativ viel auf dem Band ist, dass die Elektronik bzw. die Stromerzeugung davon nicht leiden wird. Gut, das heißt, einmal nehmen wir uns hier die Kohle runter und dann mit den langen Greifarmen werden wir uns dann die ganzen Eisenplatten vom Band nehmen. Gut, das alles einmal hier nochmal wieder verkabelt. Strom kann sich schon mal geschnappt werden. Ah, jetzt braucht immer zwei Masten hier von den kleinen. Und dann können wir nämlich auch hier wieder mit einem Splitter arbeiten. Super. Und dann einmal ein Band. Nee, das ist jetzt hier fahrlässig. Jetzt einmal nicht aufgepasst, sonst schon hätte ich nicht mehr getunnelt. Brauchen aber wieder neue Tunneler. Ein Glück haben wir hier unseren kleinen Marktplatz, könnte man sagen. Das heißt, hier können wir uns ja immer wieder welche rausnehmen. 25 sollten an der Stelle dicke reichen. Und über die Steinelemente hier können wir eigentlich auch relativ gut nach unten flitzen. So, hier braucht es wieder Tunneler, Tunneler. Und auch hier wird noch einmal getunnelt. Super. Und dann haben wir hier nämlich unseren Eisenvorrat ebenfalls auf dem Band. Und die Granaten werden problemlos hergestellt. Müssen wir alles jetzt nur noch an die eine Montagemaschine geben und dann haben wir auch unser Forschungspaket für heute geschafft. Das heißt, hier führen wir jetzt die ganze Sache einmal nach oben. Da haben wir uns ja zum Glück ein bisschen Platz gelassen. Das heißt, während einige Bänder nach oben führen, führen andere nach unten. Das war jetzt hier ein bisschen zu weit. So, und dann müssen wir jetzt hier einfach nur noch klug überlegen, wie wir die ganze Geschichte auf das Band packen, dass wir uns hier nicht gegenseitig behindern. Ich würde sagen, hier können wir die Schlange eigentlich einmal so gesehen vervollständigen und hier über einen Tunneler können wir der ganzen Geschichte das nötige Ende geben, müssen hier dann wahrscheinlich einmal die ganze Geschichte in Richtung Steinplatte noch einmal tunneln, weil wir jetzt hier direkt durch müssen. So, so, so. Genau, dann kommen nämlich hier unsere Mauern hin. Die liegen nämlich auch schon auf einer guten Seite des Bandes. Und hier können wir dann einfach unsere Granaten mit draufpacken und sind damit super happy. Cool, mega geil, hat richtig gut funktioniert. Hätte ich auch gerade nicht so erwartet, weil es dann doch ein paar mehr Komponenten sind, die hier gemanagt werden müssen. Das sieht aber soweit sinnvoll aus. Genau, jetzt fehlen nur noch die Greifarme, um auch die Wissenschaftspakete hier richtig einzulagern bzw. herzustellen. Und dann fehlt hier nur noch ein Band. Wunderbar. Und dann alles nochmal mit Strom verbinden. Genial, super. Dann werden die hergestellt und dann packen wir die uns aufs Band. Auch hier letztes Mal. Strom herstellen. Nee, das sollte nicht gelöscht werden, sondern das kann ganz normal verwendet werden. Super, dann heißt, die werden hergestellt, packen ihre Sachen aufs Band. Sobald die Granaten gleich kommen, haben wir die ersten schwarzen Forschungspakete. Granate ist relativ langsam, müssen wir nochmal aufrüsten. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, ne, wie wir das hier herstellen. Und quasi die Skalierung, die kann ich ja immer nochmal offline durchführen, da wir da ja nur die Maschine einfach 1 zu 1 erweitern. So, hier sind zum Beispiel Erzförderer leer. Das können wir währenddessen mal kurz machen. Das heißt, hier die zwei nehmen wir wieder mit und packen die dahin, wo wieder neues Erz ist, dass wir hier nicht in Verzug kommen. Gut, so, brauchen noch mal mehr Fließbänder, während die schwarzen hier draufgepackt werden. Das ist kein Problem. Nehmen wir mal alle Fließbänder mit. Die brauchen wir ja eh immer. Genau, hier rot und grün sind auf jeden Fall super gut dabei. Warte mal, das war gerade nicht so schlau. Ich will hier den maximalen Radius ausnutzen, falls wir nämlich hier nochmal erweitern, dass wir hier nicht immer die Bänder abreißen müssen oder ähnliches, sondern dann
ganz entspannt damit hantieren können. So, jetzt habe ich hier die Stromgeschichte natürlich auf die falsche Seite gesetzt, ist aber nicht weiter schlimm. Das können wir einmal kurz korrigieren. Gut, und dann schließen wir das gleich einmal ganz bequem an. Auch hier können wir jetzt ja ein zweites Input quasi bauen. Das heißt, indem wir sagen, wir brauchen nochmal mehr Greifarme, haben wir ja an den Laboren drei Eingangsflächen und dort können wir dann ganz bequem unsere einzelnen schwarzen Forschungspakete einlagern. Sieht konkret wie folgt aus. Na, wir packen uns hier nochmal jetzt welche ran. Und da werden dann quasi unsere schwarzen und blauen Forschungspakete dann drauf liegen. Und wir müssen auch hier dann so gesehen einmal vorher splitten, beziehungsweise auch tunneln. Also wir tunneln einmal nach hier oben. So, dann haben wir nämlich die schon mal hier auf der richtigen Seite. Und dann führen wir nochmal einen Split durch. Hier gleich davor. Und der sorgt dafür, dass wir dann auch hier unten dann die nötigen Materialien vorhanden haben. So, versorgen alles nochmal mit Strom. Auch hier werden jetzt die schwarzen durchgereicht. Und hier müssen wir aber auch nochmal außen für Strom sorgen. Denn da fehlt es dann den Greifarm, die ich hier unten verwende, dann an den jeweiligen. Achso, ich brauche ja gar nicht zwei, es stimmt. Die einzelnen reichen die ja durch. Die können wir dann demnächst mal durch schnelle Greifarme ersetzen, dass die natürlich hier auch richtig an Speed dazu gewinnen. Super, das funktioniert soweit ganz gut. Ich sehe hier gerade auf der Karte oben ist ein Alien-Nest. Das heißt hier oben, da kommen nämlich gerade die ganzen Angriffe alle her. Und hier unten auch, man sieht es langsam. Das heißt, da müssen wir uns auch langsam gegen ganz gut verteidigen. Und was bietet sich dann natürlich besser an, als jetzt als allererstes mal noch so ein bisschen mehr auf physischen Projektilschaden erstmal zu gehen, dass unsere ganzen Sachen ein bisschen effizienter werden. Jetzt mit der besseren Munition wird das natürlich auch super cool und deutlich einfacher. So, schwarzes Forschungspaket, erstes Ziel für heute erreicht, mega gut. Skalieren hier nochmal, ich werde auch nochmal die roten Schusswaffenmunition werde ich hier auch nochmal ausbauen, weil die brauchen wir ja A für uns selbst, ne, um jetzt die Aliens zu bekämpfen, aber auch für unsere Geschütztürme. So, was jetzt passieren wird, ich werde mal die Karte erkunden nach Öl. Das heißt, wir haben hier zwar ein sehr, sehr kleines Vorkommen mit, naja, fast 200%, aber das lohnt sich kaum jetzt hier groß was zu starten. Klar könnten wir jetzt hier einfach ohne Züge und ähnliches hantieren. Ich würde aber jetzt nach einem großen Ölvorkommen sorgen, dass wir auch gar nicht so viele anschließen müssen und dann quasi das versuchen hier zu unserer Fabrik zu bringen. Das wäre ganz gut. Das heißt, ich mache einen ganz kurzen Cut, suche nach Öl, platziere mal da die ersten Ölförderer, die ersten Zugstrecken so gesehen und dann komme ich wieder und dann erkläre ich euch, was passiert ist. So, da bin ich wieder. Ich habe Öl gefunden, mega gut und gar nicht mal so weit entfernt von unserer Base. Insofern zeige ich euch das gerne mal auf der Karte. Hier haben wir Rohöl, kombinierter Ertrag 2023%. Haben hier aber auch die ein oder andere Alien-Fraktion in der Nähe. Das heißt, die wird uns hier dann doch ein wenig einheizen. Das heißt, wenn wir das alles in Betrieb nehmen, müssen wir uns hier auch ganz gut aufstellen. Hier haben wir auch die ersten Ölförderer gebaut, also die ersten Pumpen. Dass ihr mal seht, wie sich das hier so erstreckt. Wir haben hier in den Wäldern immer mal wieder noch den ein oder anderen Öltropfen so gesehen, dass wir hier aber unsere Hauptlinie ganz gut machen können. Hier seht ihr auch noch einige, die wir uns hier annehmen können. Und vom Prinzip soll es jetzt so aufgebaut sein, dass die über die Rohre quasi hier unsere Tanks befüllen. Und dann habe ich hier auch schon mal angefangen, die erste Zugstrecke quasi zu skizzieren. Hier müssen wir mit Klippensprengstoff noch einmal die Klippe danach entfernen, dass sie dann quasi unsere Tankwaggons befüllt und der Zug dann in Richtung unserer Base in der Stelle fährt und damit dann alles in Richtung Öl, Plastik und was Schwefel, was alles dazu gehört, danach versorgen wird. Genau, aber bevor wir das dann alles hier anschließen, müssen wir das hier sehr gut mit Geschütztürmen ausstatten, müssen hier die Klippe noch wegsprengen, das werde ich gleich alles nochmal machen und dann sind wir hier ready, Öl zu fördern und dann auch
weiter zu verarbeiten, in dem Sinne, dass wir dann die blauen Forschungspakete endlich herstellen können. Oben wird der Tankwaggon auch erforscht, den hatte ich noch gar nicht. Das heißt, der wird natürlich auch elementar notwendig sein, damit das hier alles funktioniert. Genau, und so wird sich dann die Route hier, denke ich, an die Fabrik dann hier anschmiegen. Wir müssen mal gucken, wo wir das reinpacken. Ich hätte es am liebsten eigentlich hier oben gerne. Deswegen müssen wir mal gucken, wo der Zug dann langfährt. Aber das werde ich euch dann am Anfang der nächsten Folge zeigen. Das war's für heute. Öl gefunden, schwarzes Forschungspaket, mehr als ich erreichen wollte, geschafft. Richtig gut. Und ich bedanke mich fett für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt mich unterstützen mit einem kleinen Like. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge von Space Exploration auch wiedersehen. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.